Ich habe mich jetzt aufgemacht nach Taunusstein mit dem Roller und besuche die Band Schallbrücke. Das ist eine der Bands, die sich beworben hat beim Campus Wiesbaden Band Contest, der am 15.09. stattfindet im Seat Außerhaus Mainzer Straße. Ja, mal gucken, was die Jungs zu erzählen haben. So, wie eben schon angekündigt, ich bin angekommen und zwar bei der Band Schallbrücke. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Wer seid ihr denn? Stellt euch mal vor. Ja, also ich bin der Stefano oder Steff. Ich komme eigentlich aus Taunusstein, wohne mittlerweile in Wiesbaden. Ja, wir machen das jetzt schon eine ganze Weile hier zusammen, die Musik. Und was spielst du für ein Instrument? Ich spiele Bass. Oh, wow. Bass, Bass. Ich spiele hier Bass bei Schallbrücke. Ja. Wer ist der Schlagzeuger? Das bin ich hier. Das bist der du? Mitte. Genau. Mein Name ist Jari. Und ja, jetzt wurde eigentlich schon alles gesagt. Ja, ich spiele Schlagzeug. Und ich komme aus Itzstein, genau. Gut, nur mal angenommen, ihr werdet nominiert und dürft dann dort auftreten. Darf ich mich dann mal an dein Schlagzeug setzen und spielen? Natürlich. Cool. Finde ich gut. Du machst den ganzen Gig mit uns. Ja, wir gucken zu. Ja, wir gehen an die Bar und dann gehen wir. Du, wenn ihr das nicht als Bedingung macht, dass ich auch singe, weil dann ist der Saal gleich leer. Ja, ja, das übernehme ich dann. Ja, geniale Überleitung. Okay. Sehr gut, ja. Ja, ich bin der Dennis, ich bin Sänger und Leadgitarre bei Schallbrücke und ja, bin meistens mittig auf der Bühne. Meistens so. Und nicht so wirklich. Ich bin ein Kabel gebunden, ja, ein Kabel und Mikrofon. Hier hinter mir sitzt noch einer, wer bist du? Da sitzt noch einer, ich bin der Hendrik. Ich komme ursprünglich aus Rothstein, wohne jetzt im Rheingau und ich spiele Rhythmusgitarre und auch ein bisschen elektronisch Synthesizer. Hendrik, warum haben wir uns noch nicht gesehen? Ich wohne im Martinstal, wo wohnst du? In Walluf. Na, eigentlich so. Direkt um die Ecke. Ne? Aber ich bin ja zugezogen. Schallbrücke, wie kommt es eigentlich zu dem Namen Schallbrücke? Das, oh je. Also ich hab lange überlegt, Schallbrücke hat damals ursprünglich als Soloprojekt angefangen und ich habe einen Namen gesucht und das war plötzlich einfach in meinem Kopf. Ich wollte irgendwas mit Schall haben und ich glaube, es kam mir auf der Autobahn, als ich unter einer Brücke durchgefahren bin, da hat sich das irgendwie zusammengesetzt, war so ein Zufall. Und ich fand das eigentlich ganz charmant, weil Schallbrücke beschreibt irgendwo so dieses... Schall ist das, was wir machen und wir hatten immer vor, irgendwo Brücken zu bauen zwischen uns und Menschen, die vor der Bühne stehen oder sich die CDs anhören und ja, wirklich so eine Brücke mit der Emotion schlagen, die wir halt damit verbreiten. Okay, das klingt ja schon fast philosophisch. Beinahe. Ja, beinahe. Eure Musik, wo kann man die einordnen, in welchem Genre? Das ist wieder Genre ist immer ein bisschen schwierig. Also ja. Es ist irgendwo mittendrin zwischen Pink Floyd, AC/DC und Rammstein. Also wir probieren einigermaßen tiefgründig zu sein mit deutschen Texten, aber auch gleichzeitig ein richtig saftiges Brett unten drunter. Ne? Also es ist schon Rock, nur ich sag ganz gerne Ambient Rock eigentlich. Okay. Oder Art Rock. Oder Art Rock. Und wer von euch schreibt die Texte oder macht ihr das zusammen? Also einen Großteil schreibe ich, aber manchmal auch im Teamwork, zum Beispiel mit dem Hendrik. Setzen wir uns zusammen und tüfteln zusammen an Texten. Aber generell unterstützen wir uns bei allem, was wir tun. Und die Musik entsteht im Team komplett. Ja. Ja. Angenommen, ihr werdet nominiert. Das heißt, ihr seid am 15.09. in Wiesbaden auf der Bühne. Habt ihr schon so nachgedacht, was spielt ihr dann für Lieder? Oder schreibt ihr dann ein spezielles Contest-Lied? Wahrscheinlich ja, ein neues nicht, Lied werden wir bis dahin definitiv nicht schreiben können, weil das ist schon immer ein Prozess, der ein bisschen länger geht, sage ich mal. Bitte, andere Stars erzählen davon, dass ihr... Irgendwo auf dem Sofa sitzen, innerhalb von einer Viertelstunde was runterrotzen. Das kann schon passieren. Nichts anderes. Einmal das und zweitens kann man Kreativität nicht wie so ein Schalter einschalten. Ich meine, so eine Idee kommt meistens irgendwie aus einer Emotion heraus oder so. Also so ist es zumindest bei mir. Und das baut sich dann so auf. Und wenn man dann gerade so im Fluss ist, dann funktioniert das vielleicht, dass man innerhalb eines Tages oder innerhalb einer Stunde irgendwie sowas schnell mal hinkrotzen kann und das ist dann super oder so. Ja. Aber man kann nicht irgendwie sagen, okay, ich stehe heute auf und schreibe einen super Hit. Das könnte ich zum Beispiel, wir haben sowieso noch nie einen Hit geschrieben, von daher kann man das jetzt so nicht kann sagen. Kann man so nicht sagen. Aber ich meine so, es ist immer schwer zu sagen, jetzt bin ich kreativ. Das ist immer so eine Sache, die lässt sich so nicht einschalten auf einmal. Dann wird es meistens schlecht. Ja. Vor allem, wenn man ja auch Qualität liefern. Wenn du, ach so. Du kannst ja, haben wir meistens vor irgendwie. Wenn du jetzt eine Idee hast und es kann schon durchaus sein, wenn du ein cooles Riffing hast mit der Gitarre und schreibst einen coolen Text und es passt alles zusammen und man kann das als Band zusammenstellen, dann ist das ja schon nochmal ein Prozess von ein paar Wochen, bis du wirklich sagst, okay, das Ding ist jetzt wirklich so weit fertig, dass du das einfach auf einer Bühne irgendwie rauspumpen kannst und es kommt gut an. Okay.
Ich wünsche euch auf jeden Fall und drücke euch die Daumen, dass ihr nominiert werdet. Wenn jetzt jemand unser lustiges Video sieht und sagt, ich möchte von denen aber vorher schon mal ein bisschen was hören, wo kann er das tun? Das kann er im Prinzip bei allen gängigen Plattformen. Also wir sind auf Spotify, du kannst die EP auf Amazon kaufen, auf iTunes. Wir haben Facebook, wir haben Instagram. Also ich denke mal, die klassischen Netzwerke, die heutzutage eine Band haben sollte, sind wir überall vertreten unter Schallbrücke. Okay. Und unter anderem auch die Homepage Schallbrücke. Genau. Und die Homepage natürlich. Sorry, die ist noch recht neu, deswegen ist es noch nicht so drin. Aber natürlich auch als Homepage noch erreichbar. Okay, schallbrücke.com. Schallbrücke. Nee, es geht nicht. Wirklich, das geht mit Ü. Okay, Ü geht, schallbrücke.com. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seid ihr eine Woche vor dem Contest schon irgendwo auf der Bühne in Wiesbaden? Richtig. Wo? Im GMZ oder Georg Buchhaus bei Rock für Wiesbaden. Da spielen wir allerdings akustisch diesmal. Also alles ein bisschen ruhiger und gesetzter. Wir sind auch mal gespannt, wie es wird, weil haben wir bis jetzt auch noch nicht gemacht. Wir sind jetzt fleißig am Proben, aber. Wir sind selbst genauso gespannt wahrscheinlich wie die Leute, die dann davor stehen, wie das dann wirklich wird, weil wir hören unsere Lieder auch akustisch das erste Mal. Aber es klingt bis jetzt nicht schlecht, finde ich. Also. Dann lasse ich die Jungs jetzt mal weiter proben. Vielen Dank für eure Zeit. Danke fürs Interview. Und im Optimalfall sehen wir uns am 15. spätestens auf der Bühne. Ja. Bis dahin. Schön. Danke euch. Ciao. Tschüss.